Am Dienstag läuft das letzte Mal die Höhle der Löwen für dieses Jahr. Und in dieser Staffel gab es nicht nur viele Deals, sondern auch Insolvenzen. Und zwar hat uns zum Beispiel der Skills for School Gründer Ruben Lind erzählt, dass er direkt, nachdem er in der ersten Folge ausgestrahlt wurde, schon Insolvenz anmelden musste. Eigentlich hätte er für seine Lern-App einen Deal über 700.000 Euro bekommen. Der kam aber nicht zustande, hatte kein Geld mehr und war insolvent. Hat er sich jetzt irgendwie freigekauft? Oder? Genau, jetzt hat er neue Investoren gefunden, einen sechsstelligen Betrag eingesammelt und will weitermachen. Und wie genau das funktionieren soll jetzt und wer investiert ist, das könnt ihr bei uns nochmal nachlesen. Diese Woche ging es bei uns auch viel um das Thema Carsharing. Unser Kollege Don hat zum Beispiel in seiner Kolumne geschrieben, Carsharing-Anbieter in Deutschland stehen vor einem großen Dilemma. Gemeint ist natürlich zum Beispiel DriveNow und Car2Go, die gehören ja mittlerweile zu ShareNow und dahinter stehen große Automobilkonzerne. Einerseits wollen die natürlich weiterhin irgendwie Fahrzeuge verkaufen, andererseits wollen die aber auch im Mobilitätsbereich aktiv sein, weil natürlich auch Uber und andere Anbieter hier auf den Markt drängen. Das Ding ist nur, damit lässt sich anscheinend kein Geld verdienen. So, das ist natürlich eine ganz problematische Angelegenheit. Wir haben aber auch eine Gegenposition. Wir haben uns nämlich mit dem neuen Chef von Miles unterhalten und er sagt, ab nächsten Jahr fährt Miles profitabel. Das könnt ihr euch beides nochmal anschauen. Ich bin gespannt, ob es wirklich funktionieren wird. Davanda hat scheinbar nicht funktioniert. Davanda ist ein Marktplatz gewesen für selbstgemachte Dinge. Aber es gibt ein Startup, was ungefähr genauso alt ist. Das heißt Style. Style ist eine Designermesse, die ist offline. Wird in verschiedenen Städten in Deutschland und Europa stattfinden. Und 10 Jahre ist jetzt alt und 9 Jahre alt ist deren Online-Marktplatz, der wie Davanda funktioniert, der heißt Select. Und hat viel, viel weniger Kunden oder viel weniger Verkäufe drauf, gibt es immer noch. Und meine Kollegin Elisabeth hat sich mit dem Gründer unterhalten und er hat so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert, was es denn ausmacht. Und ein ganz spannendes Thema, finde ich. Wie ihr wahrscheinlich selber auch schon gehört habt, gibt es mittlerweile die Gründerszene-Podcasts. Die erscheinen jede Woche. Da laden wir manchmal Gründer ein, manchmal Experten aus der Digitalszene. Diese Woche ging es um einen Zocker. Einen Zocker aus dem Bereich E-Sports, der damit Geld verdient. Auch eine sehr spannende Angelegenheit. Und was erscheint nächste Woche? Ich habe gesprochen mit dem OMR-Gründer Philipp Westermeier. Er ist ja ganz bekannt fürs Podcasten. Und er erzählt uns, wie man dann wirklich podcastet und wie man damit einsteigt. Das erwartet euch nächste Woche und dann sehen wir uns auch wieder. Bis dahin. Tschüss.